das für ein breites Spektrum von Trainingseinsätzen ausgelegt ist. Seit Januar 2008 besitzt die Schweizer Luftwaffe 8 Exemplare. Was heißt das? Das Cockpit einer PC-21 ähnelt dem der F-18 Hornet stark. Zudem lässt die Software des PC-21 zu, dass man genaue Symbologien oder Abläufe im Bedienen des Flugzeuges dem zukünftigen Einsatzmittel nachempfindet und es also der Nachwuchs schon früh mit der späteren Umgebung bekannt gemacht. PC-21 Airframe was designed to bridge the aerodynamic performance gap between traditional turboprop trainers and more expensive jet trainers. With a maximum level speed of 370 knots or 700 km an hour, at low altitudes the PC-21 pushes the low level speed and performance of the turboprop into an area that was previously exclusively reserved to jets. With its fleet of 8 PC-21 and its state of the art, the Swiss Air Force is able to train a few jet pilots. This mission is close to the F-18 as technologically possible. Werden hier wie auch schon die vorausfliegenden Flugzeuge natürlich meisterlich von dem Piloten, heute eben Stamper, vorgeführt und sie zeigen Ihnen auch, dass wir effizient unsere Piloten so einzuschulen oder zu trainieren, damit sie möglichst schnell bereit sind, auf der F-18 zu schulen. Das ist die große Kunst der Fluglehrer. Alle diese Leute, die von der PC-7 auf die PC-21 wechseln, am Schluss fit werden, schnelle Flüge, hohe Geschwindigkeiten und vor allem auch hohe Beschleunigungen. Und zudem auch, das ist natürlich das Wichtige, das Fliegen ist nicht nur das Einzige, sondern das Bedienen der Waffenplattform, der Navigationsinstrumente gleichzeitig unter erhöhter Belastung kommen. Also man muss wohl fliegen können, man muss die räumliche Orientierung behalten können, man muss das System PC-21, wie später das System F-18 oder das System F-35 bedienen können. Meine Damen und Herren, auch diese Demonstration ist am Ende. Vielen Dank, Stamper, sein letzter Vorbeiflug hier. Vielen Dank für die Leute, die winken. Vielen Dank an die Personen, die klatschen.